Hallo, ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht zu Anstoß 2 Gold, wie man das Spiel auch auf den Betriebssystemen Windows Vista und Windows 7 zum Laufen bekommt. Allerdings war dieses Video nur für die 32-Bit-Version dieser Betriebssysteme und nicht für die 64-Bit-Version. Und zwischenzeitlich habe ich schon viele Anfragen erhalten, ob denn das Spiel auch auf 64-Bit-Version zum Laufen bekommen werden kann und ob denn das Spiel nicht auch auf Windows 8 läuft. Und ich habe das Ganze jetzt einmal getestet und es funktioniert. Allerdings funktioniert das nur, wenn man ein virtuelles Betriebssystem einrichtet und hierfür benötigt man die Software VMware. Die kann man sich kostenlos herunterladen. Ja, ansonsten, was man natürlich noch braucht, man braucht noch Windows XP als Betriebssystem, also man benötigt die Installations-CD zu Windows XP, weil man das Betriebssystem erst einmal installieren muss. Und ansonsten noch eine weitere Software, um die Auflösung einzurichten für euren Bildschirm. Und das bekommt ihr aber alles auf meiner Website. Und deswegen gehen wir jetzt erst einmal in den Internet Explorer auf meine Website www.game.pc.de und ihr geht dann hier auf Tutorials VMware Player und hier sind die zwei Tutorials eingestellt zu dieser Software, also Tutorial 1. Hier sind erst einmal die Grundlagen, wie ihr das die Software herunterladet, wie ihr sie installiert und einrichtet. Das Ganze am Beispiel von Windows XP. Und im zweiten Tutorial wird noch beschrieben, wie ihr die Software Multires runterladet und wie man diese verwendet, um Spiele im Vollbildmodus spielen zu können. Denn so ohne weiteres funktioniert Anstoß 2 Gold nicht im Vollbildmodus. Man muss hier noch ein paar Einstellungen machen. Das zeige ich euch dann noch, dass ihr das auch im Vollbildmodus spielen könnt, weil ja, nur dann spielt sich das auch richtig gut, wenn man es wie gewohnt im Vollbildmodus spielen kann. Und ja, das wäre also das, was ihr jetzt im Vorfeld alles machen müsst. Und wie ihr das Spiel dann mit dem VMware Player installiert, das zeige ich euch gleich. Und vorab müsst ihr jedoch noch einen Patch herunterladen. Und dafür gehen wir hier auf Tutorials Spiele, Anstoß 2 Gold. Und ihr geht dann hier bei Patches auf den Patch Anstoß 2 Gold. Und zwar, ich habe Anstoß 2 Gold in der Version 1.00 und es gibt einen Patch auf die Version 1.01. Den solltet ihr auf jeden Fall durchführen, wenn ihr diese Version 1.00 habt. Also das müsst ihr dann nochmal sehen. Man sieht das eigentlich, wenn man auf das CD-Laufwerk klickt. Und ihr seht schon hier Anstoß 2 Gold Version 1.00. Also in dem Fall, wenn das bei euch genauso ist, müsst ihr den Patch auf jeden Fall installieren. Und das machen wir jetzt. Wir laden den Patch jetzt herunter. Klicken also jetzt hier. Dann gehen wir auf Download und speichern den Patch. Gut, dann können wir den Internet Explorer schließen. Und gehen noch einmal in den Windows Explorer und gehen in den Download-Ordner. Also ich habe das hier im Ordner Downloads und klicken mit der linken Maustaste auf die Datei, dann klicken wir auf die rechte Maustaste und gehen auf Ausschneiden. Dann können wir den Windows Explorer wieder schließen und klicken auf dem Desktop auf die rechte Maustaste und auf Einfügen und legen den Patch auf den Desktop. Ja, und jetzt starten wir den VMware Player. Wie gesagt, hatte ich das Windows XP hier schon fertig eingerichtet und wir klicken jetzt hier doppelt und starten Windows XP. So, Windows XP wurde gestartet und zu Beginn machen wir Folgendes: Wir klicken mit der rechten Maustaste auf den Desktop und gehen auf Eigenschaften und gehen dann in den Reiter Einstellungen. Und hier müsst ihr die Farbqualität, also bei mir ist es jetzt schon eingestellt, müsst ihr von 32-Bit auf 16-Bit stellen. Denn sonst startet das Spiel Anstoß 2 Gold nicht.
Und wenn ihr das gemacht habt, bestätigt ihr das Ganze mit OK. Und ja, was wir jetzt schon machen können, wir können den Patch schon auf das Betriebssystem Windows XP rüberziehen, jetzt von eurem ja, eigentlichen Betriebssystem, also jetzt hier bei mir Windows 8. Und zwar müsst ihr nur die Datei markieren und dann lange auf die linke Maustaste drücken und dann zieht ihr die Datei einfach zum VMware-Player und lasst dann einfach los und seht, der Patch ist jetzt hier auf dem Windows XP Betriebssystem. Und wir installieren zunächst Anstoß 2. Gehen das jetzt hier runter, klicken rechts auf den Startbutton und dann links auf den Explorer. Ja, ich mache das jetzt mal größer. Gehen dann auf das CD-Laufwerk und gehen dann auf die Setup-Datei. Klicken hier doppelt. Hier gehen wir jetzt auf Weiter. Weiter. Als Verzeichnis wähle ich nicht das angegebene, sondern ich installiere das Spiel im Verzeichnis Spiele und benenne den Ordner mit Anstoß 2 Gold. Dann mit OK bestätigen. Verzeichnis existiert noch nicht, weil wir natürlich erstellen. Gehen wir hier auf Ja, dann auf Weiter und wählen hier die Standardinstallation. Hier gehen wir auch auf Weiter. So, die Installation ist abgeschlossen. Und wir wollen das Spiel jetzt noch nicht starten. Machen also den Haken hier weg, gehen auf Beenden. Und was wir jetzt schon machen können, wir können diese Verknüpfung Anstoß 2 im Vollbildmodus mit links markieren. Dann mit der rechten Maustaste gehen wir hier auf Senden an, Desktop, Verknüpfung erstellen. So, denn wir wollen das Spiel später ja im Vollbildmodus spielen. Das können wir jetzt wieder schließen und wir schließen auch den Windows Explorer und führen jetzt den Patch aus. Klicken also hier doppelt und bestätigen hier mit OK. Und jetzt müssen wir in das Verzeichnis gehen, wo wir Anstoß 2 installiert haben. Gehen also jetzt auf C, Spiele, Anstoß 2 und wählen die Startdatei aus. Gehen dann auf Öffnen und bestätigen das Ganze mit Yes. Und der Patch wurde ausgeführt. Bestätigen das Ganze mit OK. Und jetzt können wir das Spiel allerdings noch nicht starten. Wir müssen noch einmal das Windows XP beenden, weil wir jetzt noch die Auflösung einstellen müssen. Gehen also jetzt hier auf Power, Shutdown und beenden Windows XP. Jetzt schließen wir wieder den VMware-Player und jetzt klicken wir doppelt auf die Verknüpfung zu Multires. Und gehen jetzt hier in das Menü und wählen hier als Auflösung High Color 16-Bit 640x480. Gehen jetzt auf OK. Und starten jetzt noch einmal den VMware-Player und klicken jetzt doppelt auf Windows XP. Und Windows XP wird jetzt neu gestartet, allerdings in der Auflösung, die wir für das Spiel benötigen. So, Windows XP wurde gestartet und wir können Anstoß 2 jetzt starten, indem wir doppelt auf die Verknüpfung klicken. Und ihr seht, das Spiel startet. Wir gehen jetzt hier auf Vollbild. Und ihr könnt jederzeit in das Menü von den VMware-Player springen, indem ihr hier nach oben geht. Und genauso könnt ihr auch die Tastenkombination Steuerung und Alt Groß nutzen, wenn ihr wieder auf euren Desktop springen wollt. Also den aktuellen, in dem Beispiel bei mir mit Windows 8. Ja, so viel zu den Einstellungen. Mehr Einstellungen müssen nicht vorgenommen werden und das Spiel läuft auch soweit einwandfrei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Spiel.